Innenverteidiger. Gut gemacht! Stark. What a save, Dustin Strahlmeier! Die hat den wieder gehalten, der kann ich mir gar nicht erklären. Hat ihn einfach gar nicht gesehen. Genau, die Sahneschnitte erstmal. Maxi Soba! Das ist das 5:2. Yasin Elitz fälscht ab. Besser geht's kaum. Und das wäre jetzt ein wichtiger Stich für Wolfsburg. Da ist der Stich. Ist der Stich. Ach, ist der wichtig. Spencer Maracek. Der Mann für die wichtigen Tore. Spiel 6 gegen Straubing hat er in der Verlängerung getroffen. Maracek und jetzt dieses Tor. Stefan Matto. Nächster Abschluss und der Treffer. Pitch, Patsch, Daniel Pietter. 4:2, herausragend gespielt. Dieses 3:2. Pieter steht perfekt. Muss da die Kelle nur noch hinhalten und hinein ins Glück. Zajac. Abgefälscht und Tor für die Grizzlies. Schinko hält entscheidend den Schläger dazwischen. Jetzt Zajac und da ist es Schinko, der hier entscheidend den Stock am Puck hat. Jetzt ist etwas Platz. Höflin, tief in See. Wo liegt der Puck? Er liegt nicht im Tor. Er liegt irgendwo unter Arno Tiefensee. Oh, was eine Szene jetzt. Da ist der Puck und jetzt kurz greift vor der Linie. Holzer drauf. Ja, wischt die Scheibe weg. Dann Corby Holzer irgendwie schafft es, den Puck von der Linie fernzuhalten. Und dann ist Tiefensee drauf. Denn die Verteidigung braucht mehr Entlastung. Ah, das gibt die Chance! Ah, top Save. Und um Gottes Willen. Was eine Möglichkeit! Ah, top Save. Gegen Fauser. Schau mal, Niederberger spielt da sehr ehrlich und macht diesen Spagat rechts rüber. Neubel. Geisen spielt stark gespielt, die Möglichkeit. Und da ist der Anschlusstreffer. Das 1:2, eine herrliche Kombination. Mit dem Pass auf Markus Eisenschmidt. Überragend herausgespielt. Eisenschmidt mit dem Doppelpass dann in die Mitte. Aber auch da Rendulic, klasse Übersicht. Nächste Lawine. Und das 5:2. Jetzt knallt sie aber richtig, Fredriksdorm. Was ist denn hier jetzt los? Also die Panther überfahren die Adler in diesem dritten Drittel komplett. Jentsch. Kurze Ecke, McGinnis. Und was für ein Geniestreich von Taro Jentsch. Mit diesem No-Look-Pass zurück an die kurze Ecke und der Ausgleich der Adler. Entscheidend ist hier dieser geniale Pass von Taro Jentsch. Jetzt hingeschaut. Wow. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.